wie bei dem Tier ist die Kultivierung bei der Pflanze ein Prinzip, das nicht nur die Eigenschaften ändert, aber wie gesagt die Pflanze als Ganze ergreift. Es ist wichtig, um das ganz gut zu realisieren, weil gerade in dieser Geste der Entwicklung sich sehr schön ausdrückt, dass es hier nicht um eine technische Anpassung handelt, aber um etwas ganz anderes. Diese durchgreifende Gestelltänderung, wie auch die Hybridisierung, könnte nur stattfinden durch menschliches Eingreifen. Der Mensch hat diese Entwicklung so eingesetzt, dass sich der Stoff, der ganze Stoff, geändert hat. Und woher kennen wir diese Form des Eingreifens? Das kennen wir von der Kunst. Über was Kunst ist und was alles dazu gehört, da kann man lange reden, das machen wir jetzt nicht. Aber das Grundprinzip von Kunst ist, dass wir einen Stoff haben, beim Malen ist das zum Beispiel die Farbesubstanz, wir haben einen Künstler und dieser hat eine Idee, einen Impuls, die in dem Stoff ausgedrückt wird. Idee und Stoff stehen einander nicht auswendig gegenüber. Es wird nicht etwas Willkürliches gemacht mit der Farbe, aber das Kunstwerk ist umso kunstvoller, nachdem der Stoff Ausdruck wird von der Idee und die Idee in stofflicher Form erscheint. Und das ist gerade, was in der Kultivierung stattgefunden hat. Um das noch deutlicher zu machen, mache ich noch einen Vergleich mit dem Gegenteil davon, mit der Technik. Auch in der Technik haben wir natürlich Idee und Stoff. Aber die beiden stehen einander auswendig gegenüber. Wenn ich einen Pflug konstruiere, dann nehme ich das Stahl als Stoff. Aber die Idee, die ich im Stahl verwirkliche, ist nicht ein Ausdruck des Stahles selber. Aber das Stahl konstruiere ich so, dass ich damit sachgemäß den Boden wenden kann. Form und Stoff stehen also einander auswendig gegenüber. Und das trifft ja auch zu für den beiden Aktoren, den Techniker und den Künstler. Auch der Techniker steht auswendig zu seinen Werkzeugen. Der Künstler aber realisiert sich selber im Kunstwerk. Und das ist ja auch so für die Kultivierung. In dem Prozess realisiert der Mensch sich selber. Und das ist dasjenige, was stattgefunden hat. Weg vom Nützlichkeitsdenken der Technik ist den Anfang der Agrargeschichte zu begreifen als die Menschwerdung einerseits und die Kultivierung der Natur andererseits. Das Wesen des Agrarischen ist das Sakrale, das Kulturelle. Und gerade das Gegenteil dieses Sakrales sind die heutigen Gentechniken zum Beispiel, die jetzt in der Züchtung gebraucht werden. Da handelt es wirklich um Eigenschaften, die geändert werden. Und wie das mit den Mäusentechniken geht, das ganz im Kleinen, im Mikroskopischen, da wird wirklich ein Teil des Chromosoms weggeschnitten. Es wird etwas anderes herkommt, zugefügt und damit wird eine Eigenschaft geändert.